Ich glaube, das reicht. Man braucht nur zu atmen, dann fängt man an zu schwitzen. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauch-Video für den Monat Juli. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Mir ist so heiß. Zum Glück fliegen wir in ein paar Tagen nach Kroatien. Da ist es zwar genauso heiß, aber es ist ein anderes Klima. Und wenn das Meer direkt vor der Nase ist, das ist es weht ein Lüftchen, man kann sich abkühlen jederzeit. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es sobald soweit ist. Und weil wir in den Urlaub fliegen, habe ich mir gedacht, machst du jetzt einfach mal ein Aufgebraucht-Video, damit der Müll ja nicht zwei Wochen lang herumsteht. Ich habe Beauty-Produkte aufgebraucht und auch ein bisschen Haushalt. Und da nehmen wir mal einfach mal zuerst das Denk mit First Sensation Feinwaschmittel mit 35 Waschladungen. Ich kaufe mir das eigentlich immer, weil ich mit dem Duft sehr zufrieden bin, mit der Reinigungswirkung und mit dem Preis. Und von daher eigentlich mein All-Time-Favorite. Das Balea Rasiergel Sweet Berry, das war eine LE, das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt eine andere Duftrichtung. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und vom Duft her, von der Wirkung her, fand ich super gut. Ja, ich bin jetzt auf den Trichter gekommen, dass ich das nicht mehr nachkaufe, weil meine Schwester mir gesagt hat, Dani, du kannst eigentlich auch Spülung oder Shampoo benutzen zum Rasieren. Ja, das werde ich jetzt ausprobieren, weil ich halt auch viele Shampoos und Duschgele noch habe und von daher nachkaufen möchte ich das jetzt nicht nochmal. Ich liebe das. Das liebe ich. Das ist von Balea. Das nehme ich auch mit in den Urlaub. Da habe ich auch noch ein Backup von Duschgel After Sun. Der Duft ist unbeschreiblich. In jedem Aufgebrauch-Video schwärme ich davon. Das ist so genial. Duftet mal dran. Riecht mal dran. Das ist ganz, ganz toll. Und ich liebe das. Ich liebe das. Intim Waschlotion von der DM-Marke Yessa. Ja, für den unteren Bereich halt, ne? Und ich nutze immer Intim Waschlotion. Das fand ich sehr gut. Kann ich auch weiterempfehlen. Ich habe jetzt gerade aktuell einen von Rossmann in der Dusche stehen. Das finde ich auch ganz okay. Von daher beide würde ich immer weiterempfehlen. Ich finde, wenn man sich mit einem normalen Duschgel da unten wäscht, dann kann es sein, dass die Haut da unten ein bisschen empfindlich reagiert. Von daher, ne? Intimwaschlotion. Dann das Garnier Skin Active regenerierendes Waschgel mit Blütenhonig. Fand ich von der Waschwirkung her sehr gut. War okay. Nur den Duft mochte ich nicht so gerne. Das ist halt dieser Blütenhonigduft. Und das ist zwar ohne Parabene, ohne Silikone, ohne synthetische Farbstoffe. Aber trotzdem, ich werde mir das nicht nachkaufen. Mir hat auch diese Pumpfunktion nicht gefallen. Weil wenn ich ständig, wenn ich gepumpt habe, dann hat sich die Flasche immer so zusammengezogen und dann musste ich immer hingehen, das Ding aufmachen und wieder zu, damit die Luft entweichen kann. Und ja, ist halt Jammern auf hohem Niveau, aber ich will ja sowieso auf Naturkosmetik umsteigen, von daher kaufe ich mir das nicht nochmal nach. Ich bin am Ölen! Dann habe ich hier von Eucerin die Sunlotion Lichtschutzfaktor 30. Das war in einer Box, und zwar in der Sunnycare Box, glaube ich, oder? Ja, Eucerin, klar. Sunnycare Box, und ich fand sie sehr gut. Also die war sehr, wie soll ich sagen, milchig. Passte von der Konsistenz her, ließ sich sehr gut verstreichen. Zog auch sehr schnell ein. Der Duft war okay. Also eher nach Pflegecreme, also ist keine Sonnenmilch, kein Sonnenmilchduft, der typische Sonnenmilchgeruch, hat mir ganz gut gefallen. Dann von, es ist sehr, sehr warm hier drin.
nehme euch jetzt mit ins Wasser. Dann von Dr. Severin dieses Aftershave Balm von Aftershave Balm von für die Frau. Das heißt also, dieses Gel sollte man nach dem Rasieren in die Haut einarbeiten und es sollen keine Pickelchen entstehen, kein Rasurbrand und so weiter. Fand ich gut. Also es hat ganz gut gewirkt. Nur was ich nicht mochte, war der Duft. Das ist, zwar ist das für Frauen, for women, aber der Duft, ja, war dieser typisch männliche Duft eher. Und ja, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, weil mir der Duft nicht so gut gefallen hat. Das hier ist von Kneipp ein Cremeöl-Peeling und ich muss echt sagen, das fand ich richtig, richtig gut. Die cremige Konsistenz war super, die Körnung war optimal, ich bin damit super gut klargekommen. Probiert das mal aus. Vom Duft her war auch in Ordnung. Es ist halt vegan und es ist ein Zuckerpeeling, ne? Also diese Zuckerkörner drin. Ja, und es war auch sehr pflegend. Ich fand es richtig, richtig gut und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Diese Maske war auch in einer Box. Das ist eine Tuchmaske, dachte ich am Anfang. Ich dachte, das wäre eine Tuchmaske und zwar von Coco Star. Das ist die Sliced Mask Sheet in der Duftrichtung Kukumba, also in der Gurkenduftrichtung. Und ich muss sagen, ich war etwas überrascht, als ich die Maske rausgeholt habe. Und zwar kam nicht eine ganze Tuchmaske heraus, sondern es kam ich habe das hier ein bisschen, ich habe das hier aufbewahrt. Mein Mann hat auch gedacht, boah, macht die Frau schon wieder. Es sammelt den ganzen Müll und die ganzen Fetzen hier. Das kam so und dann war in diesen Aussparungen diese Dinger hier drin. Ne? Und ja, diese Teile musste man dann aus den Aussparungen rausnehmen und dann überall im Gesicht verteilen. Die waren richtig gut getränkt, die haben auch gehalten. Solange die Lotion noch nicht ganz in die Haut eingewirkt hat. Eingewirkt hat, sagt man das so? Eingezogen ist, so. Und ja, die sind dann so nacheinander abgefallen, weil die halt trocken geworden sind. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil die Haut einfach sehr viel von dem Serum aufgenommen hat. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen umständlich. Ich weiß nicht. Ja, ich hatte immer Angst, dass das trotzdem abfällt. Ne? Wenn du eine Tuchmaske hast, dann bleibt das Ganze ja auf dem Gesicht. Und von daher, mir hat nicht so gut gefallen. Ist zwar eine witzige Idee, aber ich würde mir nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier ein Deo aufgebraucht, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Ich habe das schon einmal in einem Aufgebraucht-Video gesagt, aber ich habe es nicht gewusst. Also es ist schon ein bisschen länger her und ich habe mir das einfach mitgenommen. Ich habe total vergessen, dass ich damit gar nicht zufrieden war. Und so war es auch dieses Mal. Es hat einfach, es hat nicht gewirkt. Es hat mir jetzt kein Gefühl gegeben, also der Duft hat nicht sehr lange angehalten. Und es ist immer sehr, sehr schnell hier oben eingetrocknet. Ne, wenn man das zu lange stehen gelassen hat, dann wurde es trocken und wenn man es wieder benutzt hat, dann sind da einfach zu viele Krümel, es hat gekrümelt dann hinterher, das war einfach ekelig. Ne? Und daher also kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier aufgebraucht und zwar von Essence und wenn es das noch gibt, ich glaube das gibt es noch, ist meine Empfehlung, kauft es euch. Das ist nämlich ein ganz tolles Produkt, nämlich ein Nagellacktrockner. Das heißt, wenn ihr euch einen Nagellack drauf macht und dann ein paar Tropfen oder nur einen Tropfen auf jeden Nagel drauf tröpfelt, dann trocknen der Nagellack trocknet dann einfach viel, viel schneller als ohne. Das sind diese Nose Strips von Balea, fand ich sehr gut.
Ja, also ich finde sie besser als die normalen von Balea ohne Aktivkohle, weil also ich hatte das Gefühl, dass sie einfach mehr rausgenommen haben aus den Poren. Aber wenn man es zum Beispiel zu früh abzieht, wenn das noch nicht ganz, ganz eingetrocknet ist, dann bleibt die Aktivkohle in den Poren drin hängen und das ist immer sehr lästig, weil man dann hinterher nochmal hingehen muss und sein Gesicht waschen muss, um die schwarzen Punkte dann wegzubekommen. Ich würde es mir trotzdem jederzeit wieder nachkaufen, weil die mir sehr, sehr geholfen haben gegen ja, Mitesser und Hautunreinheiten. Enthaarungsstreifen für Augenbrauen finde ich sehr, sehr gut, weil man sie so hier anlegen kann unter den Augenbrauen und ja, man hat es abgezogen und schon hat man eine perfekte Form. Natürlich muss man aufpassen, ne? Die Augenbrauen, Bögen sind ja auch sehr verschieden, aber bei mir hat es sehr gut funktioniert und ja, ich denke, ich kaufe mir das nochmal nach. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden gewesen. Und man hatte auch, das wollte ich noch sagen, man hatte da auch wirklich 2, 3 Wochen Ruhe. Also ich musste da nichts nachzuppeln oder so. Vielleicht nach dem Abziehen, dass da ein, zwei Härchen nicht abgegangen sind, aber so im Großen und Ganzen top. Diese beiden Schätzchen, die haben mir sehr, sehr weitergeholfen, diese Hitze zu überstehen. Das war richtig geil, das war richtig toll. Diese Dinger immer parat zu haben, die sind jetzt alle, die sind aufgebraucht. Ich habe die benutzt, meine Kinder haben die benutzt, meine Kinder haben eher das hier benutzt. Ja, das ist einmal mit Melone und dann halt eine ganz normale Aquaspray von Balea. Also das sind Wassersprays und ja, du kannst sie immer zwischendurch auf den Körper sprühen. Dann noch was drin. Noch ein kleiner Rest. Auf den Körper sprühen und dann ja, kühlt das so ein bisschen den Körper. Wenn dann noch ein kleiner Hauch von Wind weht, dann ist das einfach eine ganz tolle Erfrischung. Ich kaufe es mir aktuell, ich weiß nicht, soll ich mir das nachkaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kaufe es mir nicht nach, weil man kann eigentlich auch genauso gut eine leere Sprühflasche auffüllen mit Wasser und dann meine Kinder. Und da. Ich muss mal eben nachgucken. Das ist ein super Teil. Also das kann ich weiterempfehlen. Das hat mir so gut gefallen. Und zwar von Flora Mare. Cotta Körperlotion. Das war in einer Box drin. Ich weiß nicht in welcher Box. Auf jeden Fall. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Die Konsistenz, die war richtig toll. Also es war richtig eine schöne cremige Konsistenz. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, mich damit einzucremen. Der Duft, das ist dieser, ich kann den nicht beschreiben, der ist richtig toll. Das ist so ein Aquaduft, Wasserduft, Aquaduft, ich weiß es nicht. Also das riecht richtig schön. Oh, wenn ihr die Möglichkeit habt, daran zu schnuppern, macht das mal. Das ist ein richtig schöner, schöner Duft. Maritime Kosmetik, ja, und die Pflegewirkung bei 1A. Wenn ich nicht so viel hätte zum Aufbrauchen, wenn ich alles andere aufgebraucht hätte, dann kaufe ich mir das bestimmt nochmal nach. So, das war mein Aufgebraucht-Video. Das sind die Sachen, die ich aufgebraucht habe im Monat Juli. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, nein, stopp. Das nächste Video werdet ihr sehen in meinem Urlaub. Ich möchte euch nämlich gerne mitnehmen ans Meer. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert meinen Kanal und keine Ahnung, schaut noch mal rein. Okay, bis dann. Tschüss.
Thank you.